oder würde mich interessieren, wie sich das anfühlt. Seht ihr immer so gefasst aus, ja? Ja? Ja. Also fangen wir mal mit dem an, der in dieser Saison da eher zurückhaltend war und das nicht so beurteilen kann wie Podest, ja? Machen Sie einfach, ich gebe einfach die Fragen mal weiter. Clever bist du. In Ordnung, gib's weiter. Wobei, beim Hinspringen war es auch schon verletzt, so ist es nicht. Na, also das ist... Und da waren die Deutschen vor euch. Manchmal. Ja. Nicht immer, aber manchmal. Nein, also es ist, ja, es ist ganz verschieden oft. Also vor allem, wenn man beim heimischen Publikum am Podest steht, dann genießt man das mehr. Dann denkt man jetzt nicht viel, sondern genießt den Moment, wenn es eher woanders ist, wo weniger Zuschauer sind, wo eher die Atmosphäre nicht so besonders ist, dann lässt man vielleicht die Sprünge nochmal Revue passieren und ist eigentlich sehr, ja, froh drüber und stolz drauf, dass man das gerade geschafft hat. Und denkt vielleicht schon weiter und denkt man sich, ja, was habe ich an diesem Tag so gut gemacht, dass ich jetzt da stehe. Ja, beim Kaffee ist das so, der denkt dran, was ich das Bundesheer dann mehr zahlt, wenn er oben steht. Also ich denke da nichts. Ja, hier war einmal gesagt, wie der Deal, den der Schanzen dann gewonnen hat. Ein Jahr vor mir habe ich auch gesagt, also wenn ich den gewinne, ich glaube, ich springe da herum wie ein Verrückter und weiß nicht, was ich alles mache. Und im Endeffekt war ich dann auch sehr gefasst, wie du gesagt hast. Und ja, man genießt es, man kann es auch gar nicht glauben und was da gerade echt passiert und dass man das echt erlebt darf. Und ja, man ist dann schon ein bisschen gefasst und einfach stolz und genießt es. Sorry, jetzt spricht dann doch den Pongauer Dialekt. Ja, das ist Ich denke, ist schon in Ordnung. So, der Nächste. Ihr müsst mir wahrscheinlich auch ein bisschen entgegenkommen, denn so, ja, war der Erste. Ach, so voll war es ewig. Nein. Koch, das kenne ich jetzt, wenn ich jetzt kurz vorstellen. Ein Kaffee, was ist mit dem Titel los, den was die da? Ist ja überhaupt nicht auf der Beine gekommen mit dieser Niederlassung. War er einer verletzt oder was ist der was da? Was da ist? Ich möchte in diesem Zusammenhang auch sagen hier, dass wir weiterhin dem Lukas Müller alles Gute wünschen. Sie wissen ja schon. Also der Titel, der hat schon jetzt, glaube ich, seit einem Jahr Knieprobleme gehabt, hat sie ja oft das Krafttraining hat er nicht so absolvieren können wie gewünscht und das hat sich natürlich in den letzten zwei, vor allem in dieser Saison dann bemerkbar gemacht auf die Leistung und ja, wenn es dann mal nicht mehr läuft, dann beginnt man zu denken, wie der Dirk vorher schon auch gesagt hat, dann ja, dreht sich da oben im Kopf ein Karussell, man weiß gar nicht mehr, wie man das gemacht hat vor einem Jahr. Und er ist am Kämpfen, er hat zum Schluss wieder bessere Leistung gezeigt. Dann wieder schwer gestürzt, hat im Rot-Rot ausgeschaut wie ein, ja, wie noch ein schwerer Boxkampf. Klitschko. Ja, genau. Hat das Training doch nicht viel gebracht. Aber ja, er gibt sich kämpferisch und hofft natürlich, dass er nächste zum System kommt. Okay. Meine Frage ist die, den muss ich Dank sagen. Ich habe dir festgestellt, wenn die gesprungen sind, die Springer, und unten war gleich eine Reporterin und hat die nach ihrer Leistung, nach ihrem Sprung gefragt, ob ein guter Sprung war, ob ein schlechter Sprung war. Da tun mir die Springer oft leid, die wissen ja noch nicht, was sie antworten sollen. Und da ist er einer, so einer, der dann noch lächeln kann. Eigentlich wie die Frage so die Antwort. Und wir bilden uns ein, dass wir teilweise andere Fragen stellen, wo die Athleten vielleicht auch was sagen können. Ich würde teilweise anstelle der Athleten gar nichts sagen. Ja. Wollt ihr was sagen? Ihr findet das alles richtig gut, ne? Was so unmittelbar nach dem Sprung gefragt wird. Ja, das ist... Okay. Von dem, zum einen erstmal von dem abhängig, wie man selber gesprungen ist, dann nimmt man das auch, wenn es gut war, nimmst du das einfach ein bisschen leichter hin. Und wenn es aber nicht so gut war, dann fängst du schon wieder an nachzudenken, okay, warum war es nicht gut. Also
du versuchst ja sofort, das irgendwie zu verstehen und irgendwie in Worte zu fassen. Und dann kriegst du eine Frage, wo du gerade überhaupt nicht dran gedacht hast. Und es ist eben nur das Gleiche, das ist unterschiedlich. Dann sag doch mal, um Gottes Himmels Willen, das freut mich aber. So eine Frage habe ich noch nie gehört. Ja, in dem Moment musst du aber auch erstmal auf sowas kommen. Das sind eben doch clevere Fragesteller. Ne? So, wer ist der Nächste? Versuch mal, dich durchzukämpfen. Okay, wir allen Schiefliegen geht ja die Tendenz immer mehr darin, dass man nach immer größeren Weiten strebt. Und meine Frage wäre jetzt, inwiefern findet ihr das noch vernünftig, da in Richtung 300 Meter oder weiterzugehen? Und wo würdet ihr auch persönlich sagen, da ist meine Grenze, da würde ich nicht mehr runterspringen? Ja, ich glaube, wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, wo die Grenze sein wird. Momentan ist es so, dass es je größer die Chance wird, umso mehr Spaß macht es auch noch. Natürlich schwebt natürlich die Gefahr, wird dann ungleich größer, aber das haben wir eigentlich nicht im Kopf. Uns freut es, wenn es große Chancen gibt, wo man weit fliegen kann. Und ich glaube, dass die Entwicklung sowieso langsam gehen muss und sich dann auch das Material mitentwickeln muss. Und ich glaube, das kann man jetzt ganz schwer vorhersagen. Aber so wie es jetzt ist mit dem Material, so wie wir springen, ist glaube ich der Zenit schon bald erreicht. Also da muss sich was ändern. Wer von euch, jetzt habe ich noch eine Frage, wer von euch springt einen kürzeren Ski als er müsste? Jawohl. Du. Jawohl. 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 Trotzdem sind wir noch nicht in den Zeiten angekommen wie 2000 bei Ahun und Hannawald. Ich will nicht sagen, dass ihr jetzt Gewichtheber seid oder Superathleten, aber ihr könnt euch schon am Strand noch sehen lassen. Ne? Aber im Sinne des Erfinders ist das eigentlich nicht, dass ihr kürzere Ski springt. Ja, aber wenn man mit den Wangen nicht zurechtkommt, dann muss es einfach sein. Ich habe ja so die kurzen Ski schon hinter meine Ohren, also ich schaue, bis dann wie lange Ski ist. Kraft, Sendepause. Ja. Ich habe mal eine Frage an Richard. Was war für dich der schönste Moment eigentlich der ganzen Saison? Also es waren jetzt zwar keine Podestplätze, im Endeffekt warst du trotzdem in der Top 10, was auch sehr gut ist. Also fandest du trotzdem noch eine gute Saison? Was war für dich der schönste Moment? Also wir müssen noch eins festhalten, das betrifft nur die Einzelwettbewerbe. Ja. Ja, ihr kennt schon Podestplätze, Vize-Weltmeister. Ja, also weil du sagst, Vize-Weltmeister ist, glaube ich, ein so Punkt, weil es gerade da so war, wir hatten nach den ersten zwei Springern, waren wir eigentlich schon, war es schwierig, war es zäh und haben das dann eigentlich wieder von hinten aufgerollt und konnten uns im zweiten echt nochmal steigern und das sind so Momente, wo du einfach denkst, hey, coole Sache, geht da hin. Und im nächsten drauf, am Kulm, ich war 2,31 und ich muss echt sagen, der neue Kulm lässt sich schön schief liegen und wenn du dann so, wenn es so beginnt, wirklich am Hang entlang zu gleiten, hatte aus meiner Sicht immer Oberstdorf extrem schön, die Flugkurve wirklich oben übers Eck und dann eben entlang zu schweben und das sind so Momente, oder auch Planitza, jetzt das Wochenende, finde ich, zum Abschluss nochmal wirklich festzustellen, wofür du das eigentlich machst, bei so einem Wetter ist gigantisch, nochmal so Ski zu fliegen. Also es muss nicht immer mit einem Platz, mit einer Platzierung sein oder so, aber es war genial nochmal das letzte Wochenende. Kann jetzt der Slowene ist ja ein absoluter Spezialist, aber ihr seid eben, egal ob das vom Maulwurfshügel geht oder von der Skiflugschanze, ihr seid einfach Spitze. Also keine Spezialisierung. Na, aber das gibt der Sprungspieler in einer gewissen Weise vor. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich, ich habe den einzigen Bewerb auf der 90-Meter-Schanze, der war, gewinnen dürfen. Und ich war am Skifliegen ganz gut dabei und das, ja, bin ich ganz froh darum, dass es so ist. Gut.
Also ich habe mal auch an Richie eine Frage. Also es ist ja wirklich 95% der Zeit, wo man ihn auch vor der Kamera sieht, ist er nur am Grinsen, nur am Lächeln, nur am Rumalbern. Mich interessiert mal, wie er das wirklich schafft. Also egal, wie weit er gesprungen oder geflogen ist, er ist immer am Grinsen und albert immer vor der Kamera rum. Wie bleibt man so gut gelaunt? Ist das so? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich vorhin schon gewundert. ja, auch, weil ich höre immer das Gegenteil. Ja, ich höre immer das Gegenteil. Du darfst nicht so fest sein, sei nicht so fest, lach doch mal. Und scheinbar ist es, hat das von mir gehört. Die ja. Deswegen wundert es mich. Glaubt ihr das, was ich dir sage? Ja? Noch lockerer. Ja, ja passt. Mach mir eine Clownsnase drauf. Krafti, glaubst du, dass der Sport an sich nicht so wertvoll ist, wenn er nicht verkauft wird? Das heißt also, die Wirkung in der Öffentlichkeit, wie wichtig ist die aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem in Österreich, wir leben immer noch ein bisschen vor dem Boom, was da vor 15 Jahren ausgelöst worden ist, mit den Superadlern, mit Morgi, Schwieri, das hat eine extreme Welle ausgelöst und seitdem ist Skispringen in Österreich sehr, sehr populär. Und ich glaube vor allem in Deutschland, man sieht es auf die Schanzen. Also wir leben natürlich dafür machen wir gerne einige Sachen, einige Termine und das gehört auch noch dazu. Das ist unser Beruf. Man macht das auch dann sehr gerne, wenn man dann sieht, dass wir davon profitieren und dass ja, dass da eine sehr, sehr coole Rückmeldung ist. Man sieht's ja, ne? Man sieht's ja. Skispringen in Berlin. Ja, sag mir doch mal, wie ich dahinter kommen soll. Ja. In der Zwischenzeit. Moment mal, euer Meistersprung. Internet gucken. Also, hintereinander weg, Quitsch. 231. 241,5. 246,5. Also, du siehst, der Heidel hat keine Chance gegen den Kraft. Ne? Aber er hat sich Rache geschworen. In der nächsten Saison, da sollst du den Zimmerrekord und den österreichischen Rekord loswerden. Ja? Kannst versuchen. Oh Mensch, Mickey, wie soll ich denn da kommen? So. Julia, das ist hier viel zu voll. Ich habe eine Frage. Ich bin ja nur wirklich Sportfan von den Skifliegern und Skispringern und hätte mal eine Frage an den Richie. Richie, du bist ein ausgezeichneter Springer und Flieger und auch ein toller Mensch. Aber warum gelingt mir meistens erstmal bloß ein Sprung? Der zweite und der zweite geht in Anmacht. Das ist ein sparsamer Mensch. Das heißt, er hebt sich den zweiten Punktesturm für das nächste Jahr auf. Ja, vielleicht liegt es auch immer daran, wir trinken am Abend zuvor immer einen zu wenig, deswegen stehen wir nur noch auf einem Bein. Siehst du, Herr Lanzmann, Oberrechner heißt er, glaube ich. Der hat mal gesagt, besoffene und dumme sind im Vorteil. Also das haut ja nicht hin, ihr seid ja zu intelligent. Ja, ich hätte noch einer an Michi und Kraftel. Aber kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, nur ganz kurz. Was würdet ihr sagen, macht eure Freundschaft aus? Also nicht nur die Zimmergenossenschaft, sondern wirklich die Freundschaft zwischen euch. Seid ihr wirklich Freunde? Ja, also es ist schon, dass wir einfach sehr viele gemeinsame Interessen haben. Fußball, Golf, wir können auch in der Freizeit uns sehr gut unterhalten und es muss nicht immer um Skispringen gehen und das kann im Zimmer sehr, sehr wichtig sein, oft wenn ja, nicht nur Skispringen im Kopf ist und ja, viele gemeinsame Interessen. Ist euch bewusst, dass die meisten Fragen von jungen Mädchen kommen, ja? Ich wollte fragen, welche deine Lieblingsschanze ist. Planitzer. Fischershofen und Planitzer. Jetzt kann man gar die Frage mit der Maike, da stellt sie mir die Frage, wie schaut es mit der Sicherheit aus? Was ist da in Österreich und im deutschen Team geplant in den nächsten Jahren? Wie kann eure Sicherheit noch verbessert werden? Laufbahn beenden. Wäre eine Möglichkeit, ja. Nein, aber
Eigentlich dreht sich weniger um Sicherheit, mehr um wie du dich weiterentwickeln kannst, um weiter zu fliegen. Weil ja, du kannst zwar sehr, sehr sicher unterwegs sein, aber dafür wirst du immer 20. Das wird dann nicht viel bringen. Also ein gewisses Risiko muss man bereit sein einzugehen. Etwa? Ja, also es gibt, man sieht, es wurde ein Rückenprotektor erfunden und ja, es benutzt den keiner. Ja, weil man einfach keinen Nachteil, das muss man dann entweder die FIS oder muss halt das dann jeden ans Herz legen oder ja, ins Reglement schreiben, aber du wirst nicht freiwillig auf auf 5 Meter verzichten. Es wie im Terrorismus, absolute Sicherheit gibt es nicht. Rich hat eine besondere Methode, der fliegt nicht so weit. Ist das sicher? Im Vergleich zu den beiden, meine ich. Dem bist du lieber. Rich, das war nicht so ernst gemeint. Ja, okay. Ja. Die Wohnungsbaugesellschaft lädt dich dafür zur Antwort ein. Ne? Okay? Ja. So, eine Frage lasse ich noch zu. Drei. Kannst du laut reden? Ich übersetze. Also, was ist schöner? Ihr habt es verstanden? Ski fliegen oder Ski springen? Ski, ja, es kommt ganz drauf an, wie man drauf ist, wie die Form ist. Also Ski fliegen kann auch. Ich war heuer in Vikersund einmal 154 Meter, das war gar nicht witzig. Also, das macht dann keinen Spaß, da macht zwar mehr Spaß, ich springe ab der K90, 95 oder 100 Meter ist dann ja, besser, also einfach, aber natürlich halt Skifliegen schon ganz was Spezielles, weil man das Ganze mehr genießen kann, wenn man in der Luft ist und für das fängt man halt an. Michi, ist der eine oder andere ureigenste Stil vielleicht günstiger zum Fliegen oder zum Springen? Ja, gibt sicher Unterschiede, also vor allem Sprungstile, die oder Absprung ein bisschen mehr betont ist als wieder der Flug, die haben sicher auf der Flugschanze eher einen Nachteil, weil auf der Flugschanze sehr wichtig ist, dass man keine Geschwindigkeit verliert über einen Vorbau und ein sehr gutes Flugsystem hat. Also da nützt ihm die mordsmäßige Sprungkraft, bringt einem dann gar nichts. Demher gibt es da sicher Unterschiede. Bitch. Ja, also hast du auch nicht zugehört? Ich sehe es ähnlich. Ich habe gerade ich sehe es ähnlich einfach. Das Einzige, wo ich dieses Jahr wirklich nicht überrascht, aber was mich schon ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Drehsitz auch in Innsbruck so stark gesprungen ist. Also ich fand es gigantisch. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich hätte so gedacht, hey, der ist gut drauf, aber... Die Schanze ist ein bisschen, ja, kommt jetzt unser Sprungstil, so wie wir ihn haben, eigentlich näher als jetzt einem, der wirklich nur Geschwindigkeit macht. Und das hat mich das erste Mal diese Saison verwundert. Und nachdem er dort gewonnen hatte, war es für mich klar, dass der springt dieses Jahr auf jeder Schanze wahnsinnig gut. Und wo hat Gleichkrieg am Freitag seinen letzten Weltcup gewonnen? Wo war das? Ja, es soll jetzt keine Eigenwerbung sein. Ich meine einfach nur... Es war aber Innsbruck. Ja, ist ja... Ja, ich weiß so. War aber keine Eigenwerbung, sondern ich finde einfach, dass er eine unwahrscheinliche Vielfalt von Schanzentypen abgedeckt hat. Und das macht ihn in dieser Saison noch so gesehen einfach unschlagbar. Ja, es gibt halt ab und zu solche Superstars. Morgenstern war einer, Schlingels auch war einer, jetzt ist Breus. Im nächsten Jahr wird es vielleicht Halbwegs sein oder Freitag sein oder Kraft sein. Das weiß man jetzt noch nicht, aber ich halte das für durchaus möglich. Es ist ganz, ganz selten, dass einer so eine Strähne wiederholen kann. Er hat ja alles gewonnen, was es gibt und damit ist auch genug, das muss ja nicht jedes Jahr sein. So,
So, liebe Zuschauer, was jetzt folgt, wissen Sie, jetzt wird das alles etwas nach vorne geräumt und dann werden die guten Wasser schwitzen, weil sie eben Autogramme geben müssen. Aber bevor das der Fall ist, dann möchte ich nochmal wirklich einen tollen Applaus einfordern. Es war vielleicht eine der schönsten Applaus.